Bröckelt die Brandmauer? Das ist das Thema. Was kommt Ihnen in den Sinn? Ich halte nicht viel von Brandmauern. Ja. Ich halte etwas von Wählerwillen. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, dann soll man der AfD doch einfach mal die Chance geben. Punkt. Da wünsche ich mir mehr CDU und Linke als jetzt die AfD mit im Boot. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ist die Lage kompliziert. Die AfD gewinnt viele Stimmen, hat aber keine Aussicht zu regieren. Sie findet bislang keinen Koalitionspartner. In Thüringen wird die Lage noch komplizierter, weil die CDU darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit der Linken ausschließt. Die Regierungsbildung wird extrem schwierig. Wie lange wird sie halten? Die sogenannte Brandmauer. Ihr Standpunkt ist gefragt in Erfurt. Diskutieren wir heute über die Brandmauer. Vor den Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen haben viele Parteien gesagt, keine Koalition mit der AfD. Und in der CDU gibt es zusätzlich auch noch einen Unvereinbarkeitsbeschluss für Koalition mit der Linkspartei. Nach der Wahl ist die Frage, was denken die Menschen in Erfurt? Gibt es berechtigte Gründe für diese roten Linien oder sollten bei schwierigen Wahlergebnissen auch Beschlüsse fallen? Im Kern geht es um diese Frage, bröckelt die Brandmauer. Wir sind in Erfurt. In Thüringens Landeshauptstadt soll das komplizierte Wahlergebnis in eine Regierung übersetzt werden. Wir fragen heute, bröckelt die Brandmauer? Was denken Sie? Ich glaube nicht, dass sie bröckelt, aber ich denke, dass man sich nicht einfach davor verschließen soll, was der Bürger gewählt hat. Was ich nicht gut heiße, ist immer, dass man Austeritis betreibt, dass man immer von vornherein schon sagt, mit der mache ich nicht, mit der mache ich nicht. Meine persönliche Meinung ist, wenn die AfD verboten gehört, dann soll sie verboten werden. Mhm. Ja? Ist sie nicht. Und da muss man auch einfach mal, sag mal von seinen Standpunkten ein Stück abrücken, weil es geht um die Sache. Sie haben gesagt, Sie sind gegen Austeritis. Die ausschließen, haben dann aber das Argument, und da würde ich Sie fragen, wie wichtig dieses Argument für Sie ist, dass die AfD in Sachsen und in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft wird vom Verfassungsschutz. Das ist schon auf der einen Seite schwer. Also wie gesagt, Rechtsextremismus, aber dann muss man das natürlich auch von vornherein wirklich verbieten. Naja, zur Brandmauer fällt mir erstmal ein, dass es ja ursprünglich mal hieß, dass man mit den Parteien nicht zusammenarbeitet, die halt nicht in der Demokratie, im demokratischen Rahmen sich bewegen. Das ist für mich ganz klar die AfD. Mhm. Und ich wäre jetzt schon enttäuscht, wenn sich da jetzt Parteien, die vorher lautstark sich dagegen gestellt haben, sich jetzt gegen dieses Versprechen stellen, ja, weil es einfach keine demokratische Partei ist. Unsere Gespräche in Erfurt ergänzen wir mit den aktuellen Zahlen von MDR Fragt, dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland. Dafür haben wir in Sachsen und Thüringen mehr als 19.000 Menschen befragt. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber nach wissenschaftlichen Kriterien gewichtet. Wir haben die Menschen gefragt, wie wichtig ist es, dass sich Parteien an ihre Koalitionsabsagen aus der Zeit vor der Wahl halten. 43% finden das eher wichtig, eine knappe Mehrheit von 52% allerdings findet das eher unwichtig. Wir haben die Menschen auch gefragt, sollte die CDU ihre Einstellung gegenüber AfD und Linke lockern, mit denen sie nicht koalieren will? Fast 3 von 4 Befragten, 74%, sagen, die CDU solle über sogenannte Brandmauern noch einmal nachdenken. In Thüringen ist die Meinung der Befragten noch deutlicher. Es gibt ja von fast allen Parteien eine klare Abgrenzung Richtung AfD. Ja. Wie finden Sie das? Schlecht. Warum? Weil man sieht es anhand der Stimmen, dass sie mehr die Mehrheit haben, ja, und überall Plus bekommen haben. Und sie sind Wahlsieger, das, ja, ist richtig. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass sie so viele Stimmen bekommen haben und dann einfach nicht das Recht bekommen, damit zu koalieren. Die AfD hat fast 33% geholt in Thüringen. Wenn man die anderen Parteien zusammenzählt, sind das aber immer noch deutlich mehr. Ja, auch, ja, CDU, alles, die haben auch ihre Stimmen, aber die AfD halt auch. Man könnte auch anders fragen, ist es automatisch das Recht der Partei, die die meisten Stimmen hat, in der Regierung zu sitzen, auch wenn sich insgesamt eine andere Mehrheit findet? Ja, ich finde das schon, dass die das Recht haben.
Es gibt in Thüringen einen Landeschef, Björn Höcke, der hat ein Gericht bestätigt, den man Faschist nennen darf. Was für eine Rolle spielt das in Ihrer Wahlentscheidung? Ich finde, es wird so hoch gespielt. Ja. Es wird dann so hoch gespielt, um einfach das dann so hinzustellen, also um dass die Bevölkerung halt die AfD nicht wählt. Gell? Ja. Für einen Perspektivwechsel wechseln wir auf die analytische Ebene und sprechen mit Politikwissenschaftler Hendrik Träger. An der Uni Leipzig ist er Experte für das deutsche Parteiensystem. Auf der Straße höre ich das Argument von Menschen, die die AfD gewählt haben, dass sie das als ungerecht empfinden, nicht beteiligt zu werden. Hat die Demokratie da nicht ein Akzeptanzproblem? Ja, Demokratie heißt Herrschaft des Volkes und 30% oder 32% sind nicht die Mehrheit, sondern sie brauchen eine Mehrheit im Parlament. Und es ist dann die Aufgabe der Parteien, der Fraktionen im Landtag, diese Mehrheit zu generieren. In unserer Umfrage haben wir 19.000 Menschen befragt und die überwiegende Mehrheit, über 70%, in Thüringen so 80%, sagen, dass die CDU diese klare Abgrenzung zur AfD und zur Linkspartei lockern sollte. Ist sie noch zu halten, die Brandmauer? Die Situation ist so, dass wir in Ostdeutschland und in Westdeutschland unterschiedliche Parteiensysteme haben. Die ostdeutschen Landtage sind stärker fragmentiert, also stärker zersplittert, sind mehr kleinere Parteien oder mittelgroße Parteien drin. Und insofern glaube ich, dass jetzt auch durch die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen eine Diskussion eintreten wird in der CDU, wo man sagt, okay, muss dieser Unvereinbarkeitsbeschluss noch so in dieser Form Bestand haben, dass da ausdrücklich AfD und Linke drin steht? Oder wird es vielleicht umformuliert, dass man Kriterien für einen Ausschluss reinschreibt, aber nicht genau Parteien nennt? Wie wird die klare Abgrenzung der CDU zur Linkspartei und zur AfD in der Innenstadt von Erfurt diskutiert? Ich halte nicht viel von Brandmauern. Ich halte etwas von Wählerwillen. Ich finde es ein wenig befremdlich, dass man nur, weil man eine Partei nicht will, dann sich mit allen möglichen, die man vorher nicht gewollt hat, zusammenschließt. Und wenn man die AfD mit einbezieht und es sind Nieten, dann wird man es in 4 Jahren wissen. Und dann werden sie nicht mehr gewählt werden. So einfach ist das. Sprechen wir mal auf der anderen Seite über die CDU, die sagt, mit der Linkspartei wollen wir keine Koalition machen, mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, aber schon. Wie schlüssig ist das aus Ihrer Sicht? Das ist überhaupt nicht schlüssig, denn da muss man wieder sagen, man muss in die Vergangenheit von der Sahra Wagenknecht, wenn das stimmt. Gell? Also sie war ja auch in einer kommunistischen Plattform und sowas alles, hat sich alles so damit hochgearbeitet. Ja. Und das war ja der Erzfeind der CSU-CDU. In unserer Umfrage haben wir die Menschen auch gefragt, wie sie eine Regierung von CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht finden würden. Fast die Hälfte der Befragten in Sachsen und Thüringen begrüßt eine solche Regierungskonstellation. 45% lehnen sie ab. Eines ist uns in Erfurts Innenstadt noch aufgefallen. Es gibt einige Menschen, die nicht mit uns reden wollen und die positionieren sich meist für die AfD. Was machen wir mit den vielen Menschen, die die AfD gewählt haben, die darauf hoffen, dass diese Partei beteiligt wird? Wie schaffen wir das, gesellschaftlich in der Diskussion zu bleiben, in einem Austausch und irgendwie konstruktiv zu sein? Na, Diskussion wäre natürlich der beste Weg, aber bei einer Diskussion müssen sich immer zwei Seiten darauf einlassen, um da zu einem guten Gespräch zu kommen. Und das ist die Frage. Ich glaube, es sind sehr viele Menschen, die einfach nur frustriert sind und die deshalb diesen Weg gegangen sind und gewählt haben. Und bei den Menschen lohnt es sich immer zu sagen, Mensch, guck's dir nochmal an, wach auf und ist das wirklich deine innere feste Überzeugung? Oder ist das jetzt wirklich nur eine Frustwahl gewesen? Und die Frage ist aber, ob so eine Brandmauer nicht mehr spaltet, als dass sie am Ende zusammenführt. Diskussionsbereitschaft, denke ich, ist in einer demokratischen Gesellschaft immer das oberste Ziel. Also von dem her, denke ich, darf man nie zumachen. Ja. Wir haben heute ein breites Meinungsspektrum gehört. Menschen, die sich klar gegen die AfD positionieren. Auf der anderen Seite AfD-Wähler, die sich nicht immer vor die Kamera trauen, aber durchaus möchten, dass diese Partei Regierungsverantwortung übernehmen darf. Und dann gibt es das Lager derjenigen, die zwar nicht AfD wählen, aber trotzdem sagen, dass diese klare Abgrenzung nicht aufrechtzuerhalten ist. Das war nur eine Debatte von ganz, ganz vielen und Sie können sich sehr, sehr gerne einklinken. Das funktioniert bestens mit dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland, mdrfragt.de.